In Sachen Kettenheads bin ich ein unbeschriebenes Blatt. Ich hatte bis jetzt nur deren Blend. Und da dachte ich mir, das kann so nicht bleiben und habe mir mal zwei aktuelle Abfüllungen von denen besorgt, um mal so einen ganz kleinen Eindruck von denen zu bekommen. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Ja, ich möchte heute nur mal so ganz, ganz leicht den unabhängigen Abfüller Kettenheads kennenlernen. Bis jetzt hatte ich eben den William Kettenheads Blend, das war Batch Nummer 9. Und da ich davon recht angetan war, so ist es ja oft bei uns Whisky Nerds, fängt man dann erst an, sich mit so einer Firma unabhängigen Abfüller zu beschäftigen. Da gibt's so viele von und der Tag hat nur 24 Stunden. Genau, ihr wisst, was ich meine. Das ist angeblich der älteste unabhängige Abfüller Schottlands. Finde ich, ist jetzt nicht so wichtig. Steht aber bei denen auf deren Seite. Manche Whiskybrennereien, oder es gibt's ja auch mehrere, die meinen, sie sind die älteste Brennerei. Und von daher, da neigen die Schotten ja gerne zum Übertreiben. Aber was ich viel, viel spannender finde, ist, dass dieser unabhängige Abfüller der Familie oder der Firma, ich habe es mir aufgeschrieben, J. und A. Mitchell gehört. Kennen wir doch irgendwoher, ne? Ja, ich habe da hinten eine Springbank-Abfüllung stehen, genau, da steht das auch immer obendrauf auf der Banderole und so. Die gehören praktisch zum Springbank-Verein. Und das finde ich dann irgendwo schon interessant zu wissen. Denn auch wenn es einfach nur so ein Bauchgefühl ist, wenn einer guten Whisky machen kann, kann er kein schlechter Mensch sein. Nein, aber dann sollte er auch hoffentlich in derselben Sorgfalt, wie er Whisky brennt und ja abfüllt, das dann auch eben als unabhängiger Abfüller machen. Und so sind sie komischerweise in meinem Ansehen, ja, ich lasse mich ja auch gerne blenden, sind sie etwas im Ranking bei mir gestiegen. Dazu kam noch, dass diese Abfüllungen doch jetzt häufiger in diversen Shops auftauchen, mein subjektives Gefühl, und die Preise sind nicht so abgefahren wie bei manch anderen unabhängigen Abfüller. Ja, mein Signatory ist da ja so eine Bank mit der riesigen Palette, die an Abfüllungen haben. Und die sind ja, muss man einfach so sagen, doch relativ preiswert. Ne? Preiswert, also okay von Preisen für mein Gefühl. Und die Kettenheads-Jungs spielen da irgendwo im selben Preisbereich, finde ich. Die haben jetzt nicht so die großen Namen an Abfüllungen und die haben natürlich auch so teure Serien, um Gottes Willen, aber wenn, dann sehe ich meistens hier diese eckigen Flaschen, wie ich sie hier stehen habe, und das sind manchmal Einzelfässer oder so wie hier dann zwei Fässer zusammen vermählt. Gibt's ja bei der Cask Ranch Collection von Signatory auch oft, wenn es um Bourbon Barrels geht, zum Beispiel. Ja, ich sag einfach mal, was ich hier habe. Ein Glen Spey. Warum? Ja, ich brauchte ja was. Ich hätte mir, glaube ich, sonst niemals einen Glen Spey gekauft. Und da dachte ich, um diesen Abfüller kennenzulernen, nehmen wir einfach mal so eine eher unbekanntere Brennerei. Das ist so ein Diageo Mauerblümchen. Also das Einzige, was ich von denen vorher gekannt habe, ist eben außer Flora und Fauna ein 12-Jähriger. Und klar, von unabhängigen Abfüllern gibt's dann natürlich auch was. Der ist 17 Jahre alt, abgefüllt mit 53,3 Volumenprozente und kostet 68,90 Euro. Fand ich erstmal so von den paar Daten, die man hat, ganz okay. Hinten haben sie das alles ganz einfach aufgelistet, finde ich super. Zwei Bourbon Hogsheads sind das. 546 Flaschen sind bei rausgekommen.
habe ich einmal den genommen. Und das zweite ist ein Glenrosses. Ist er doch, ne? Genau, ein Glenrosses, 22 Jahre. Und das sind auch zwei, ja, was sind es denn jetzt? Oh, drei Bourbon Hogsheads, 942 Flaschen. Das Interessante, oder was heißt Interessante? Die füllen sowas häufiger ab, wenn es wohl gut läuft und wenn die Fässer haben. Also von dem Glenrosses gab es schon mal so eine Abfüllung, auch mit 22 oder vielleicht war sie ein Jahr jünger, aber ich glaube, die war dann nur einfach ein Jahr früher abgefüllt. Ne? Hier steht wirklich hinten ja auch Abfülljahr und Brennjahr drauf. Kann sein, dass der andere von 2018 war, aber den habe ich schon mal gesehen. Da habe ich mir damals schon gedacht, den könnte ich ja mal probieren. Hab's dann aber mal wieder doch nicht gemacht. Eingeschenkt habe ich mir schon. Ich blende euch mal die Farbe ein. Und da fällt auf, dass der Glenrosses doch, ja, etwas dunkler ist. Klar, zu diesen ganzen dunklen Suppen, die es zurzeit gibt, ist er natürlich alles super hell. Aber wir haben es hier auch nicht mit Sherry-Fässern zu tun. Und von daher, ja, wollte ich einfach mal sowas Unspektakuläres mir aussuchen. Und also die Flasche kostet 88,90 Euro. Für einen 22-jährigen Malt in Fassstärke. Drei Fässer vermählt. Ja, da muss man nicht traurig sein. Also so empfinde ich das. Und das ist heute so mal ein Video. Da gucken dann nicht alle zu, wie bei den, was weiß ich, wenn ich wieder einen neuen Artback oder letztens diesen Lafroig probiere. Sondern da sind dann wirklich wir unter uns hier. So. ...53,3... ist auch schon weit runter, ne? Wie gesagt, Glen's Bay. Also den Flora und Fauna hatte ich noch nicht. Die schreiben auch immer so schön Glenlivet dahinter, weil es sehr wahrscheinlich in der Region Glenlivet oder am Glenlivet selber liegt. Das haben sie ja damals irgendwie alle gemacht, als Glenlivet dann eben bekannt wurde. So wurde es mir erzählt. So. Der braucht gleich Wasser. Es ist was da, aber recht dezent. Stroh. Wiese. Der Alkohol kommt ein bisschen durch, obwohl er jetzt nicht stürmisch erscheint. Es ist sehr viel Karamell, finde ich, da. Also es ist so dafür, was an meine Nase kommt. Er ist eben, wie gesagt, noch relativ leicht. Karamell, Stroh. So ganz leichte, nussige Aromen, aber wirklich nur ganz, ganz leicht. Also überhaupt nicht stark und herb, bitter. So ein Hauch. Ein paar Nusskrümel, wie wenn man manchmal so ein Nussbrot hat oder so. Eine Malznote. Nicht, also ich komme jetzt gerade übers Nussbrot dahin. Nicht übermäßig. Nicht wirklich, also nicht wie so ein junger Malt. Karamell meine ich eben auch viel Süße schwingt damit und keine starke Eiche. Also dieses leichte Nussige ist dann schon das Stärkste, was ich habe. Eine Zitrusnote. Auch nicht wirklich vorhanden. Ein 17 Jahre ist schon ein Alter,
da habe ich ja oft so tropische Eindrücke, die habe ich hier nicht. Also wenn, dann habe ich so eine Art Pfirsich, der im trockenen Gras einer Sommerwiese liegt und einer Spätsommerwiese. Und ein Eichhörnchen hat noch eine Nuss versteckt, ja. Okay, den verdünnen wir gleich mal. Zum Trinken ist er wunderbar. Auch wenn ich jetzt wieder solche Kommentare kriege, irgendwie Minute, ich guck mal, 12:55 oder so. Herrlich. Aber so ist es nun mal bei mir beim ersten Schluck. Ruhig, mundausfüllend, sehr viskos im Mund. Cremig, könnte man sagen. Und dann kommt eben so eine Art Vanille-Karamellüberzug mit so, jetzt so einer leicht säuerlichen Note dabei, die ich nicht so ganz zuordnen kann. Das Interessante dabei ist, was ein Unterschied zu Signatory, die haben ganz einfach hier hinten auf dem großen Etikett, wenn ich es nicht schon längst eingeblendet habe, Geschmacksnotizen drauf. Und da gucke ich jetzt so ein bisschen. Kokosnussflocken. Das zweite hier habe ich. Getrocknete Bananenchips. Ja, das passt schon besser. Aber wo habe ich diese säuerliche Note her? Was mit Ginger, also Ingwer? Naja, also das ist für mich immer scharf. Das fand ich jetzt nicht. Das war mein erster Schluck und ich fand den jetzt noch nicht mal scharf. Wasserkresse? Milchschokolade. Ja, also 17 Jahre. Da hat auch so ein, was haben wir hier? Hogsheads, genau. So ein Bourbon Hogsheads, auch eine schöne ja, Milchschokoladennote. Mit Joghurt und Rosinen. Joghurt covered, ummantelt, ummantelte Rosinen mit Joghurt. Da kann ich jetzt nicht so ganz mit folgen. Ich tue mal ein bisschen Wasser dran. Aber diese Banane, ja. So. Oh, jetzt zieht er hier aber Schlieren. Hat er eben nicht gemacht. In der Art und Weise. Oh ja, er wird viel voller. Auf jeden Fall. Jetzt meine ich die Banane ja schon in der Nase zu haben. Nase hatte ich jetzt gar nicht vorgelesen. Aber gut, ich finde es aber einfach, ich weiß nicht, ob man Geschmacksnotizen braucht. Manchmal habe ich welche gelesen, dann denke ich, ich brauche die nicht. Und manchmal hat man dann eine Signatory-Abfüllung und denkt, boah, wäre mal schön, so eine Orientierung zu haben. Auch wenn ich jetzt schon so ein paar Whiskys mehr getrunken habe, ich bin kein Profi, ich denke, dass ich da noch nicht mal talentiert drin bin. Und nur weil ich das hier vor der Kamera mache, heißt das nicht, dass ich da jetzt, naja, der Oberheld bin. Guck eben, diese Nuss würde mich ja interessieren, ob die hier ja auch drauf haben. Peanut Butter, Erdnussbutter, also Erdnussbutter habe ich jetzt nicht, aber nach Erdnuss, ja, so leicht wie so eine Erdnusscreme ist, von der Stärke der Nuss her, ja. Pork Crackling. Pork ist Schwein, oder? Crackling, weiß ich nicht.
Das sind dann wieder Sachen, wo ich dann denke, bräuchte ich vielleicht doch nicht die Information. Candy Floss and Trace of Peanut Butter. Candy. Süß. Ja. Um Gottes Willen, sagte ich ja eben schon mit meiner, mit meinem Karamell. Hört sich bei mir vielleicht nicht so schön an. Kann ich vielleicht noch Popcorn sagen oder sowas? So, nehmen wir nochmal. Er britzelt jetzt mehr, was ich sonst oft habe, wenn der Alkohol höher ist. Und jetzt kann ich mir sogar diesen Ingwer leicht vorstellen. Er ist wirklich nicht scharf, aber leicht ist er da. Und dann habe ich die amerikanische Eiche. Joghurt finde ich nicht. Und jetzt sagt nicht wieder, du hangelst dich jetzt daran nur entlang. Ich habe keinen Joghurt. Rosinen würde ich auch nicht sagen. Aber ich habe so leichte Ansätze, die ich von älteren Malls kenne, so im Bereich Leder. Ja, da würde ich das fast mehr einordnen. Vollmilch, Ledervollmilch. Gefällt mir so sehr gut. Für 68,90 Euro kriegt man natürlich auch irgendwie 8 Jahre First Fill Sherry Butt. Ja. Ich will ja nicht immer das eine gegen das andere irgendwie ausspielen. Man kann ja beides im Schrank haben, ne? Das ist ja das Schöne an unserem Hobby. Aber ihr seht ja, ich habe ja bewusst so ein bisschen auch solche Abfüllungen genommen, weil ja zurzeit das andere nicht meide, diese Zeit wird wiederkommen, garantiert. Ich habe schon Abfüllung in der Pipeline, wo ich drüber nachgedacht habe, aber ich brauche eben mal so ein bisschen Yin und Yang hier. Sonst habe ich irgendwann keine Lust mehr, Videos zu drehen. Und so wird's wieder, finde ich, echt spannend. Einen nehme ich noch. Also diese Banane, da ich so eine leichte Säure da drin habe, geht's für mich auch mehr Richtung so richtig schönen reifen Apfel, der so eine ganz leichte säuerliche Note noch hat, frische Note. Ich habe auch immer noch etwas, was ich persönlich mit Stroh und leichten Kräutern irgendwo assoziiere, was jetzt nicht auf der Beschreibung steht. Ja, total unspektakulär. So langweilig kann Whisky sein und doch so lecker. Tja, das ist eben nicht so eine Abfüllung, wo man erzählen kann, boah, ich hatte gestern was im Glas, das war so dunkel und es ist mehr was so für Genießer, die schweigen. Aber Schweigen liegt mir nicht, ne? Ich habe das bei diesen Verpackungen hier auch gesehen, dass die eine Verwandtschaft zu Springbank haben. Und jetzt, als ich das eben, was ist nicht jetzt her, schon länger her, wo ich dann rausgefunden habe, dass die da zur selben Gruppe gehören. Ich weiß ja auch nicht, ob die, wo die die Fässer lagern, ob die die auch bei Springbank lagern, ob die die zusammen in derselben Abfüllanlage abfüllen und so. Aber diese Verpackung und von der Technik her, das ist auch so ein bisschen die Welt von Springbank. Da sieht man wirklich die Verwandtschaft. Machen wir jetzt nochmal einen Sprung, 5 Jahre drauf, 22 Jahre, wie gesagt 88, also unter 90 Euro, finde ich schon Hammer. Glenrosses, Namen liegen mir jetzt eh nicht so, aber ich habe schon oft von so einem enttäuschenden Longmorn erzählt, von Signatory aus der Cask Ranch Collection, den ich habe. Da kostet die Flasche über 100 oder um die 120 Euro.
oder auf jeden Fall 100 Euro plus. Und der war auch so das Alter. Vielleicht war er 23, vielleicht nur 21. Und gut, Longmorn, für die berüchtigten Sherry-Fassabfüllungen, die Signatory früher hatte, werden sie natürlich geliebt, auch von mir. Gar keine Frage. Aber das Fass fand ich so langweilig, das Hogshead. Entschuldigung, also war so enttäuschend. Und da fand ich jetzt hier den 17er ja schon erfrischender und aufregender. Jetzt bin ich mal gespannt, was mich hier erwartet. Oh, hier wird es wirklich eine ganze Ecke ruhiger. Und der Alkohol ist es ja jetzt nicht nur, oder nicht wirklich viel. 53,3 zu 50,1. Also so um 50, 48 ist ja so meine favorierte Trinkstärke. Favorisierte Trinkstärke. Ich glaube, ich hatte eben so Pfirsich gesagt, ne? Ja, so Aprikose, Pfirsich. Apfel, Kompott. Bisschen Zimt. Was ich eben leicht ledrig meinte, habe ich hier auch drin. Ich weiß nicht, was es genau ist. Die habe ich schon in der Nase. Eine Schokolade. Nichts total Dunkles. Aber das, was ich eben beim Glen Spey so im Abgang hatte, habe ich hier in der Nase. So eine Vollmilch. Vanille, Karamell ist vorhanden, strömt einen in die Nase, macht das Ganze sehr intensiv. Also er kommt sofort kräftiger rüber als der Glen Spey. Den habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich den verdünnen muss. Er riecht jetzt schon cremig, sirupmäßig. Der geht nochmal runter. Eine viel, viel kräftigere Eiche. Sehr, sehr intensiv. Also würde ich, glaube ich, im Blind Testing auf eine europäische tippen. Immer noch da. Und ich hatte ja eben was Stärkeres. Und wie ich es vermutet habe, also sehr, sehr zäh hört sich negativ an. Viskos, puddingmäßig, schiebt sich da irgendwie so eine Art Crème Brûlée runter, in der Obstkompott mitschwimmt. Besser kann ich es nicht sagen. Komm, wir gucken mal drauf. Fangen wir dann an, oben Eukalyptus in der Nase. Das danach, das sind manchmal so Sachen, wenn ich es dann lese, ja. Also Orangenschale steht jetzt hier. Mir ist ja dann immer egal, ob das die Schale ist oder die Frucht selber. Also, ja, wenn man drauf achtet, ne? Ganz klar. Auch wenn ich sie jetzt eben nicht so wirklich hatte. Grüne Oliven, nein, die habe ich nicht. Ist für mich auch etwas, was ich nicht gerne rieche. Muss ich so sagen. Mango, also jetzt bin ich schon beim Geschmack. Mango, Aprikosen,
mit goldenen Sirup und Butterpopcorn. Ja, also da finde ich das dann schon, also dass ich diese Orange eben nicht so wirklich benennen konnte, finde ich so ein bisschen blöd, aber die geht auch dann so rüber in das, was ich so ledrig finde. Dabei ist, schmeckt eine Orange ja nicht ledrig, oder denke ich dabei an diese Orangenschale? Ja, Butterpopcorn im Geschmack, kann man so sagen. Und dann eben Obstsorten, aber wie gesagt, eben viel Süße dabei und so kompottmäßig. Und wie gesagt, ich finde auch Gewürze wie Zimt sind dabei. Ich weiß jetzt nicht, was heißt ein Zimt überhaupt auf Englisch? Ihr seht es ja auch eingeblendet oder habt es bestimmt schon eingeblendet gesehen. Von Zimt sehe ich jetzt hier nichts. Finish. Big and fruity, but lots of golden syrup with soft flinty notes. Weiß ich nicht, was flinty ist. Aber ja, gut, Sirup. Ich könnte einfach Sirup sagen, ne? Ja, schmeckt sehr nach Sirup. Sollte man ja deswegen so ein bisschen benennen können. Was für ein? Ja. Also diese Orange ist definitiv da. Wer sowas gerne hat. Schön. Und dann richtig schön auf alt. Oder was ist auf alt? Ist alt. Herrlich. Komm, nimm mal nochmal. Und der hat auch eine schöne pfeffrige Note da drin über der Milchschokolade, die doch auch so ein paar Nüsse enthalten könnte, wenn ich mal so genau drüber nachdenke. Ja, ob das jetzt eine Mango ist, ist mir Latte. Also den finde ich gut. Also ich würde es ja persönlich so sagen. Klar, 68,90 Euro ist natürlich schon ein Haufen Geld. Aber wenn du das sagst, weil du unbedingt mal was Älteres haben willst, wie einen 17-Jährigen, dann leg nochmal, wo bist du denn? Ja, musst du 20 Euro drauflegen. Aber ich bin dann von der Einstellung eher so, versuche ich etwas weniger zu trinken, dann habe ich auch länger was davon. Also den mag ich. Und da kann ich mir auch gut vorstellen, dass wenn der vorher ähnlich ausgefallen war, dass sie gesagt haben, komm, dann nehmen wir jetzt 3 Fässer. Weil hier haben sie ja komischerweise nur 2 genommen. Oder was heißt komischerweise? Aber da hatten sie 2 und da haben sie gleich gesagt, machen wir 3 von fertig. Ja, Fruchtfliege ist dran hier an meinen Malls. Haben mich beide nicht enttäuscht, die Abfüllung? Und ich brauche es jetzt nicht nochmal runterrattern, was mich jetzt an Kettenhead so ein bisschen irgendwie, wo ich hängen geblieben bin, wo ich so aha gesagt habe. Ich werde es auf jeden Fall weiter beobachten. Viele Abfüllungen von denen, die in Sherryfässern lagen, habe ich jetzt aber noch nicht gesehen. Wie gesagt, diese viereckigen Flaschen, die sehe ich am meisten in den anderen Serien, die dann wirklich auch teuer werden, gucke ich jetzt nicht so viel nach. Hier handelt es sich meistens um Hogsheads, ne? Und steht, also das finde ich auch wirklich super, da schreiben sie schön Bourbon Hogsheads. Sonst rät man ja manchmal doch rum. Hier beim Glenrosses könnte man das ja auch machen, weil er von der Farbe doch etwas dunkler rüberkommt. Nur mal so gesagt. Ich denke, wir haben's. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.